Video zeige ich euch die Übung Liegen in Rückenlage und zwar mit einem Kissen. Ich habe auch ein weiteres Video Liegen in Rückenlage mit einem Gurt. Achtet also darauf, welche der beiden Übungen ihr machen wollt, was ihr noch in schriftlichen Instruktionen zum Beispiel von mir habt und wechselt im Zweifel entsprechend das Video. Alles, was wir brauchen in diesem Video, ist entweder ein Yoga-Block oder aber auch ein Kissen von der Couch zum Beispiel, ist wunderbar. Was die Breite betrifft, also es sollte erstens nicht mega viel Widerstand haben, also es sollte ein relativ festes Kissen sein. Und wir wollen es etwa, am Ende haben wir das Kissen nicht zwischen den Knien, aber so die Orientierung, oder das ist zur Auswahl des Kissens, das ist immer sehr gut. Wenn ihr das zwischen eure Knie packt, sollten eure Knie wirklich gerade nach vorne zeigen, nicht zur Seite oder nach innen. Hätte ich also das Kissen jetzt zu breit, zeigen meine Knie nach außen. Habe ich das Kissen zu schmal, zeigen meine Knie etwas nach innen. Das heißt, habe ich so, zeigen meine Knie schön gerade nach vorne und dann ist es die richtige Weite. Wir packen uns das Kissen aber letzten Endes am Ende zwischen die Fußgelenke. Und zwar so, dass die gesamte Innenkante das Kissen berührt. Ich zeige es mal ein bisschen von vorne. Solltest du aktuell noch einen Hallux Valgus haben, dann, und das ist einfach dir nicht wirklich möglich, weil diese knöchernen Ausbeulungen einfach zu stark sind, dann zieh das Kissen nach hinten und lass diesen Teil ausgespart. Ist auch in Ordnung. So. Aber wenn das nicht nötig ist, sorg dafür, dass die komplette Fußinnenkante an dem Kissen ist oder an dem Yoga-Block, was auch immer du hast. Und jetzt hoffe ich, dass der komplette Teppich sollte in der Kamera sein. Im Zweifel muss ich mich dafür ein bisschen unter die Couch legen. Das ist okay. So, das sollte gehen. Arme liegen komplett entspannt und ich ziehe meine Zehen gleichmäßig, alle 10 Zehen mit Kontakt, also mit der Innenseite meiner Füße, immer noch im Kontakt mit dem Kissen, ziehe alle meine 10 Zehen Richtung Schienbeine. Dabei werdet ihr wahrscheinlich merken, dass eure Oberschenkel relativ schnell mitmachen wollen. Versucht das zu vermeiden, also die sollten nicht aktiv anspannen. Und in dieser Position üben wir leichten Druck auf das Kissen aus. Das heißt, ich drücke meine Füße leicht zueinander, drücke das Kissen zusammen und ziehe meine Zehen nach wie vor Richtung Schienbeine. Diese Übung, falls du schriftliche Instruktionen von mir persönlich hast und da eine andere Zeit angegeben ist, dann halte dich an diese Zeit. Sonst empfehle ich diese Übung 4 Minuten lang zu machen. Und sie sieht sehr einfach aus, aber es bedarf wirklich dauerhafter Konzentration, vor allem auf die Oberschenkel, dass die nicht irgendwann aktiv anfangen anzuspannen, sondern bemühe dich, die ganze Zeit zu entspannen. Auch den Oberkörper, den Rücken, alles, den Bauch. Alles, was arbeitet, sind die Füße, die du nach hinten ziehst und womit denen du das Kissen leicht zusammendrückst. Und wie gesagt, meine Empfehlung sind 4 Minuten, außer du hast eine andere schriftliche Instruktion von mir mit einer anderen Dauer. Bei irgendwelchen Fragen immer gerne in die Kommentare oder mir persönlich schreiben.